So, und weiter geht's. Nach einer ziemlich harten Underground-Mission haben wir jetzt die Eisenpilze. Können sie zum Motor geben oder eben auch nicht. Warum gleite ich hier gerade den Hügel hoch? Jetzt will ich erstmal noch runtergehen zu denen da. Ja, das ist Tushu. Die Baumstadt. Naja, Tushu ist eigentlich nur ein Teil einer Stadt namens Schwarzwasser. Die Stadt Schwarzwasser, die liegt im Sumpf quasi direkt um dem Baum von Tushu. Oder der Baum Tushu, vielleicht heißt der Baum auch Tushu. Kann sein, natürlich. Kann auch nicht sein. Tja, sieht so aus, als haben die kein Interesse daran, mir zu helfen, die Banditen loszuwerden. Und wenn hier sonst auch niemand Interesse daran hat, mir zu helfen, die Banditen loszuwerden. Ich gucke nochmal beide Hütten durch und rede mit allen. Nein, die hat keine Lust. Tja. Dann werde ich mich eben auf Murdas Plan verlassen. Ob es euch jetzt passt oder nicht, Stinkefingerzeig. Ja, das hier sind auch ziemlich fette Gegner. Kristallspinnen, die sind schlimm. Sehr schlimm. Vor allem kaum im Nahkampf klein zu kriegen. So, dann geben wir jetzt Mutter endlich die Pilze und kämpfen uns den Weg nach Stuark frei. Und mit dem kann ich reden. Hab gehört, dass du Met besorgt hast. Da können wir endlich wieder was Vernünftiges trinken. Den ersten Becher widme ich dir, versprochen. Was hältst du von Lorne? Was hältst du von Lorne? Lorne war ein Kumpel, bis er sich Dartan angeschlossen hat. Seither habe ich nicht mehr mit ihm geredet. Nein. Ich mache jetzt Murdras auf Murdras Methode. Wenn jemand noch eine andere Methode kennt, dann könnt ihr mir sagen, wie es geht. Und dann zeige ich es in einem anderen Video. Jetzt gehe ich erstmal noch zur fetten Kuh. Theke ist einfach zu breit. Wir haben die Theke gebaut, die ist viel zu breit. Und? Hast du die Eisenpilze? Stimmt es, dass Dartan früher mal dein Knecht war? War er. Hat aber nichts getaugt, der Hund. Er hat nichts getaugt? Warum? Faul war er und flatterhaft. Ist immer wieder abgehauen, für Tage. Und hat mich allein gelassen. Mit der Arbeit und den Gästen. Wie gemein. Was hast du gemacht, dass Dartan sich jetzt an dir rächen will? Gemacht? Ich? Nichts habe ich gemacht. Ermahnt habe ich ihn immer wieder. Gut, manchmal hat's eine gesetzt. Mit dem Riemen oder dem Besen. Aber was soll man auch machen mit so einem Knecht, einem Elenden? Ja, ich würde mir gern deine Waren anschauen. Erstmal diese ganzen Goblin-Keulen hier verkaufen. Dann diese, was auch immer das ist, verkaufen. Dann diese rostigen Schwerter. Raus damit. Raus damit. Raus damit. Und Diegos alte Machete behalte ich natürlich. Schließlich kann ich die nicht verkaufen. So. Sieben Mana und das hier.
So, was habe ich noch? Questgegenstände behalten. Behalten Schriftstücke. Ah, so geht's auch. Cool. Das Rezept will ich wieder haben. So. Und jetzt kaufe ich noch ein paar Pfeile. Aber vorher will ich noch bei den Fernkampfwaffen. Ich will nämlich 300 Pfeile haben. Das heißt, ich brauche 61. Ach was. Ich kaufe 300, was weiß ich. 500 habe ich jetzt. Pfeile werden reichen erstmal. Hier die Eisenpilze. Hier die Eisenpilze. Ah, das ist gut, das ist sehr gut. In den Met damit. So, das wäre erledigt. Nimm das Fässchen und geh zur Torwache der Räuber. Tu einfach so, als wolltest du über die Brücke. Jede Wette. Sie werden dir den Met abnehmen und davon trinken. Und dann? Warte, bis die Wirkung der Pilze einsetzt. Dann sind die Räuber willenlos. Und du kannst ihnen befehlen, das Tor zu öffnen. So kommst du ins Lager und kannst Dartan und die anderen Räuber überrumpeln. Ja, Dartan überrumpeln und töten. Na, darum geht's hier die ganze Zeit. Dartan töten. Ah ja, wir sind erfahren genug. Wir werden mit Dartan fertig und wenn nötig, kann ich immer noch in den Fernkampf gehen. Es hat mehr mit Geschick zu tun in diese Kämpfe als mit Können. Können haben die Kämpfe wenig zu tun. Eher mit Geschick. Ja. Damit gibt's doch nicht noch. Na, den Bereich habe ich nicht ganz auskundschaftet, aber da wird wahrscheinlich kaum was sein. Vielleicht noch ein paar Blutfliegen, aber die machen den Kohl auch nicht mehr fett. Ich werde hier eh nicht mehr zurückkommen, also scherzt mich wenig. So. So, kurz speichern. Hey, Hank! Bleib stehen. Hier kommst du nicht durch. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Hör zu, Mann, ich hab keine Lust auf Gelaber. Wenn du reden willst, red mit Julat und lass mich in Ruhe. Hä? Hey, die Brücke ist gesperrt. Ich dachte, du lässt mich vielleicht durch, wenn ich dir ein Fässchen Met gebe. Du hast Met? Hm, her damit. Komm ich dann über die Brücke? Wenn er schmeckt, ganz sicher. Das ganze Fässchen gebe ich dir nicht. Aber ich lass dich probieren. Hier, trink. Du gibst Julat vom Met und mir nicht? Ich glaube nicht, dass du so über die Brücke kommst. Gut, war ein Fehler. Hier, nimm auch einen Schluck. Gut, gut, war ein Fehler. Hier, nimm auch einen Schluck. Das ist witzig. Kenn ich dich? Ich fühle mich so komisch. Sag deinen Freunden da drin, sie sollen das Tor aufmachen. Was? Ach so, das Tor. Hey, Tor auf! Der ist willenlos. Da ist Dartan. Wow, das war ein guter... Dartan! Umzingelt ihn! Dartan ist tot. So.
Da unten sind noch welche, oder? Nein, da vorne ist einer. So. Das war's. Dartan ist tot und wir haben gewonnen. Was haben wir denn so bei? Geringer Ausdauertrank, blauer Wühlbock. Regt besondere gewürzerregenden Kreislauf an. Okay. Und Heiltrank, super. Nicht viel, aber immerhin etwas. Ist hier noch irgendwas? Nein. Im Haus? Habe ich jetzt eigentlich im Haus schon nachgesehen? Da ist noch eine Truhe. Mit einem Helm. Cool. Normalerweise bin ich kein Fan von Helmen, aber Arcania macht was ganz Geniales mit den Helmen. Oh, ich trage ihn schon. Okay. Dann trage ich ihn eben schon. Dann gehen wir mal weiter. Endlich ins nächste Level. Level 2. Stuark. Ja. Stuark besteht eigentlich aus zwei Teilen. Hier einem unteren Plateau und einem oberen Plateau. Und dann natürlich noch aus der Stadt. Also eigentlich drei Teilen. Bist du einer von Dartans Männern? Nein, ich habe Dartan erschlagen. Dann kann ich ja endlich über die Brücke. Ich danke dir. Nicht doch. Ich habe nur getan, was getan werden musste, damit ich endlich zum Silbersee komme. Zum Silbersee? Ich fürchte, da gibt es ein Problem, mein Freund. Was für ein Problem? Nun, wenn du von hier zum Silbersee willst, musst du durchs Bluttal. Aber wegen der Schlacht, die dort tobt, hat der Baron von Stuark den Zugang zum Tal sperren lassen. Ohne Passierschein kommt da niemand durch. Na super. Dann brauche ich wohl einen Passierschein. Von wem bekomme ich den? Dann musst du dich direkt an den Baron wenden. Soviel ich weiß, ist er der Einzige, der dir einen Passierschein ausstellen kann. Wo finde ich den Baron? In seiner Zitadelle im Herzen von Stuark. Der Stadt dort vorne, auf dem Felsen im Meer. Cool. Ich schau mir mal noch seine Waren an. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Ja, klar. Ah, der hat nur den Lederhelm, sonst Bandagen. Was ist das? Getrocknete Kräuter. Auch nicht schlecht. Heiltränke. Nicht schlecht. Ein Pfeiler. Äpfel. Ja, von allem irgendwie 99 oder 999. Bisschen unrealistisch, dass der 99 Äpfel mit sich rumschleppt. Aber das Spiel hat eh keinen Realismus. Naja. Ach ja, richtig. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wo hier auf Argan die Grenze zwischen Robas Territorium und dem Territorium der südlichen Inseln ist, die noch frei sind. Kurz gesagt, die fängt hier nördlich von Stuark an, geht dann hier nördlich des Bluttals, dann hier über die Berge und an der Bergflanke nach unten bis hier etwa nach Setarif. Ja, Roba hat noch nicht so viel Einfluss hier gewonnen, aber ich sehe gerade, dass die Zeit abläuft und deswegen mache ich hier einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal.